Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich beschäftige mich heute mit Luc Montagnier. Ich glaube, so heißt er. Das soll der Entdecker des AIDS-Virus sein, ne? Französischer Virologe, also hochspezialisiert, hochqualifiziert, seine Meinung zählt. Ja. Und dieser Mensch soll jetzt gesagt haben, dass die Geimpften in einiger Zeit sterben. Also der Volksverpetzer, ne? Dieses hochrenommierte Faktenchecker-Portal mit diesen hochqualifizierten Leuten hat behauptet, er hätte dies nicht gesagt. Und ich muss dem Volksverpetzer an dieser Stelle einfach mal recht geben, weil ich kein Video gefunden habe von Luc Montagnier, in dem er genau dieses sagt. Was hat er denn nun tatsächlich gesagt? Dass die Impfstoffe harmlos sind? Nein, das hat er auch nicht gesagt. Also, damit wir jetzt mal der Wahrheit auf den Grund gehen, was man denn so weiß, was er gesagt hat, habe ich im folgenden Teil dieses Videos Ihnen mal die Passagen eingespielt von Luc Montagnier, die ich kenne, wo er selbst Französisch redet, die Englisch untertitelt sind, und ich gebe jetzt mal meinen deutschen Senf dazu. Und dies hier ist kein Video, was sich mit den Inhalten beschäftigt von Luc Montagnier, obwohl die natürlich übersetzt werden, sondern es ist ein Faktencheck. Was hat dieser Mann tatsächlich gesagt? Dass alle Geimpften in 2 Jahren sterben? Nein, das hat er in diesem Video nicht gesagt, okay? Und ich habe auch kein Video gefunden, in dem er es sagt, okay? Also, soweit hat der Volksverpetzer einfach mal recht. Der Bormann hat kein Video gefunden, in dem der Luc Montagnier sagt, dass alle Geimpften in 2 Jahren tot sind. Nun gut, also die Agentur Reuters jedenfalls sagt, auch diese Aussage wäre nicht evidenzbasiert. Klasse, das ist das Wort, was ich auch immer gerne verwende, wenn es darum geht, tatsächlich wissenschaftlich zu arbeiten. Etwas, was nicht evidenzbasiert ist, ist auch eher unwahr, nicht zu berücksichtigen, vernachlässigbar. Okay? So. Also wie die meisten Corona-Maßnahmen nicht evidenzbasiert sind, so sind natürlich auch die Folgen der Corona-Impfung nicht evidenzbasiert, weil die ja erst in der Zukunft liegen und wir noch gar keine Evidenzen haben. Wir haben keine Beweise, also haben wir auch keine Evidenzen. So einfach ist das mit den Evidenzen. Wissen wir denn inzwischen wirklich, wie dieses Coronavirus entstanden ist? Da kann man nur, da hat man Wahrscheinlichkeiten. Also das höchste wahrscheinliche anzunehmende Szenario ist, dass eine Fledermaus dieses Virus getragen hat, weil Fledermäuse haben oft solche Coronaviren, und dann ist es irgendwie auf den Menschen übergesprungen, entweder durch Einatmen von zum Beispiel Kot von Fledermäusen oder dadurch, dass man vielleicht die auch verzehrt hat oder dass sie über einen Zwischenwirt gekommen sind, der infiziert wurde. Da gibt es Plausibilitäten, aber ob wir das jemals beweisen können, das vermag ich nicht zu sagen. Können Sie denn wirklich ausschließen, dass dieses Virus in einem Labor, zum Beispiel in Wuhan, entstanden ist und dann absichtlich oder unabsichtlich verbreitet wurde? Das kann man nie ganz ausschließen. Also ich kann mir sehr schwer vorstellen, das wirklich zu beweisen, wo das Virus herkommt. Also, was wird jetzt in Zukunft passieren? Wir wissen es nicht. Es ist nicht evidenzbasiert. Aber okay. Was sagt denn der Luc Montagnier jetzt tatsächlich zur Impfung? Das kommt jetzt, und ich sage dann schon mal Tschüss. Quand on regarde les courbes de l'OMS depuis qu'on a vacciné en janvier, les courbes de contamination explosent et également le nombre de morts, notamment des jeunes. Oui. Avec de thrombose, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, puisqu'on est dans une vaccination massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent, qui fonctionnent et pas chers? C'est une énorme erreur, n'est-ce pas? C'est une erreur.
scientifique, il y a une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Le virus de Chine, n'est-ce pas, un vaccin, c'est-à-dire des anticorps produits par un vaccin. Et qu'est-ce qui va faire le virus? Ou bien mourir, ou bien trouver des solutions. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant, c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Je suis de près, si vous voulez, des expériences qui sont faites in situ, c'est-à-dire sur des patients, des malades, qui sont devenus infectés par le corona après une vaccination. Hein? Et je veux vous montrer que ce qui est apparu, c'est un virus variant qui résiste à la vaccination. Comment peut-on vacciner en période épidémique? Expliquez-moi. C'est impensable. Le silence, si vous voulez, beaucoup de gens savent ça. Les épidémiologistes le savent, tout ça. Ce sont des anticorps produits par le virus qui permettent à l'infection d'être plus forte. Voyez, c'est ce qu'on appelle les antibody depending enhancement, c'est-à-dire des anticorps qui favorisent une infection. L'anticorps va se fixer sur le virus et à ce moment-là, il y a des récepteurs aux anticorps que nous avons dans nos macrophages, etc., qui vont à ce moment-là piquer le virus, pas par hasard, mais enfin du fait même qu'il est lié à des anticorps. Vous voyez, il est clair que les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination. D'accord ?